Okay, now listen up. Carefully. The bank account is the place to keep your legal money. You can use ATMs to withdraw or deposit cash, but be careful, huh? And keep in mind that you're an immigrant ghetto lowlife. Too much unregistered money flowing through that account may lure interest of the state, and that, my friend, is asking for trouble. Okay. Also ich darf auch nicht zu viel Geld einzahlen, ja? An einem Geldautomaten kannst du Geld abheben oder es auf dein Bankkonto einzahlen. Vergiss nicht, dass zu viele nicht registrierte Transaktionen den Verdacht der Behörden wecken. Wenn du deinen Kontostand prüfen möchtest, kannst du das auch über Shady.com auf deinem Computer machen. Oh yeah, also avoid getting into debt. First of all, you'll need that account for some payments. And second of all, the state dislikes criminals, but it sure hates debtors. Okay. Also ich darf nicht zu viel einzahlen, aber auch nicht zu wenig. 900, okay. So, wo ist jetzt mein Paket? Irgendwo hier, ja? Hier wahrscheinlich. Nochmal Amphetamin. Und hier komme ich... Hier komme ich nicht rein. Schade. Dann würde ich glatt nochmal zur Tankstelle gehen und noch ein bisschen... Noch ein bisschen Backpulver holen. Wo kann ich denn Equipment kaufen? Geht das über einen Computer? Weil wenn ich zum Beispiel Pillen kaufe, könnte ich die rein theoretisch, weil da war ja auch, ich glaube, Ibuprofen oder so ein Scheiß. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, genau. Ibuprofen. Schmerzmittelpillen. Ich glaube, damit kann ich dann auch Pulver machen, aber... Und damit dann auch Zeugs strecken. Zucker. Damit machen wir bestimmt Crystal oder sowas. Kann ich hier selber Drogen herstellen? Das hier? Mit dem zum Beispiel? Können wir mal ausprobieren, ne? Ich nehme davon mal eine mit. Kostet mich 20 Dollar die Packung. Alter! Größe 2, da sind zwei Pillen drin oder was? Ein bisschen Backpulver. Aceton, weiß ich nicht. Kostet aber 30 Dollar. Ich habe nur 28. Oh. Und jetzt bin ich pleite. Was soll ich jetzt machen? Neues Verkaufsgebiet und Dealer. Einer, der für mich dealt. Achso, ich habe ja noch ein paar. Moin. Ich geh jetzt erstmal nach Hause und bring meine Drogen weg. Und dann gucken wir mal, was wir damit machen können. Hier kann ich nochmal sprühen. Wenn wir gerade dabei sind, sprühe ich nur mal einen rein, ja? Zack. Bisschen Respekt. Ach, das ist Staubsauger. Ich wollte sagen, ich höre irgendwas piepen. So. Die Pillen. Tue ich mal dahin. Das Backpulver. Tue ich dahin. Kann ich irgendwie Equipment kaufen? Mittelstarke, ziemlich suchterregende Droge. Was? Was ist ziemlich suchterregende Droge? Ach, das Amphetamin. Okay. Ach genau, das hier hatte ich auch noch. Powder.
Kann ich nicht irgendwo neues Equipment kaufen? Laptop. Eddie. Habe ich geholt. Kartellgeld liefern, mache ich mal. Wie hoch? 7 Dollar. Wow. Hier ist Speed. Jo. Er will nix. Da habe ich. Da habe ich. Oh. Henry Alvarez war nicht zufrieden. Alle anderen anscheinend schon. Erwartete Qualität ist fast voll. Und Fidor ist neu. Der hat keinen Huhn. Okay. Ja, hau rein. Looky here, you've just hired your first dealer. Congrats. Dealers order the dope just like any other clients, but a lot more, progressively. The thing is that they pay up after they distribute, so take that into consideration. Okay. Klasse, die Party kann losgehen. Aber ich kann nichts aufgeben. Okay. Manchmal gelesen. Wo kann ich denn die Qualität ansehen, wenn ich jetzt halt mal die Scheiße selber strecke? Schlaukopf erhöht die Erfahrungspunkte für Verkäufe und Quests. Und vergrößere die Preise. Kann ich das irgendwo skillen, was ich das gute Zeug mache? Polizei, Tanker, Läufer, Geschwindigkeit, Taschen. 6 Punkte haben wir. Erfahrungspunkte für Verkäufe und Quests würde ich machen. Kostet mich 3. Und dann kann ich eigentlich nur noch... vergrößert die Preise, die du für ein Produkt verlangen kannst, womit auch die Zahl der Verkäufe steigt. Verringert die Zeit bis zum nächsten Einkauf eines Kunden und bis ein neuer Kunde auftaucht. Das mache ich auch nochmal. Also das Ibuprofen kann ich noch nicht verarbeiten. Und hatte ich nicht... Ach nee, ich habe kein Aceton gekauft. Weil ich nicht konnte. Ich habe mich gerade gewundert, wo das Aceton ist. Aber kann ich denn irgendwo einsehen, wenn ich hier das Amphetamin strecke? Ich mache mal erstmal 5 Gramm. Und das mache ich mal da rein. Das ist Amphi, das ist Super Amph. Das sind jetzt 5 Gramm. Aber ich kann nicht ansehen. Jetzt mache ich aus 7 Gramm. Präzision ist immer noch armselig. Hm. 5 Gramm, dann mache ich hier noch mal 2 Gramm obendrauf. Und dann haben wir jetzt hier 9 Gramm. 7 und 2. Ist das denn auch noch Super Amph? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich kann das nicht, glaube ich, alles in ein Ding reinschmeißen. Ich würde gerne mal wissen, wie dann die Qualität dann wäre. Kann ich das jetzt... Ja, mit reinschmeißen? Nee, ne? Nee, verschiedene Stoffe. Scheiße.
Hätte ich mir das merken sollen, wie ich das gemischt habe? Okay, das ist aber doof. Dann muss ich mir feste Mischungen machen, glaube ich, ne? Das sind jetzt 8,96 Gramm. Dann muss ich das jetzt verpacken. In Amphetamin. 2 Gramm brauche ich davon. Einmal. Und dann mache ich da 1 Gramm von. Dreimal als Neuwerbung. Jetzt sind hier noch 3 mal Gramm. Dann mache ich da nochmal 3 Gramm von. Die Masse des Pakets übersteigt die Masse der Quelle. Toll. Dann muss das weg. Dann habe ich jetzt was verschwendet. Ja, muss ich ja. Ich kenne das Mischungsverhältnis nicht mehr. Und 5 Gramm Marihuana. Ich habe hier noch 7. Oh Gott, ich muss unbedingt Neues kaufen. 5 Gramm. Einmal 2, einmal 3. Einmal 2. Und einmal 3 Gramm. Zack, zack und zack. So, dann haben wir da jetzt alles auf Tasche. Okay, dann muss ich mir die Mischung muss ich mir merken. Das sollen 12 Gramm sein und nicht 12 Kilo. So. Das ist leer. Okay, ich brauche auch neuen Stuff, Alter, so langsam mal, ne? So, was ist denn hier mit unserer Dealerin jetzt? Will die was oder will die jetzt nichts? Hey Mann, besuche meine Kunden. Hast du 17 Gramm? 17 Gramm? Wo soll ich denn 17 Gramm Gaia herholen, Alter? Bist du bescheuert? Ich habe 273 Dollar. Alles klar. Was war denn? Was? Jetzt weiß ich nicht mehr. Was war denn Gaia? 17 Gramm Marihuana. Okay. Kollege, ich brauche 17 Gramm Marihuana. Eddie, ich brauche 17 Gramm. Hinzufügen. Stellen. Bestellung. 2 Gramm Speed. Zack. Und nochmal. Zack. So, kein Problem. Hat sich auch nicht beschwert. Okay. Puh, jetzt geht's hier aber rund, wa? Also 17 Gramm für. Was habe ich denn jetzt alles auf Tasche? Hier ist eine 1 Gramm Superampf-Packung. Zum Testen. Ansonsten haben wir hier 5 Gramm haben wir. 5 Gramm Amphetamin. Und wir brauchen 7 Gramm. Also brauchen wir nochmal 2 Gramm. 2 Gramm brauchen wir nochmal. Zack, zack. Und Inventar. Und Marihuana haben wir 2 und 5. Und davon brauchen wir 5 und nochmal 2 Gramm. Oh, reicht genau, wa? Alles klar. Ich brauche aber neues Equipment mal so langsam, ne? Da habe ich irgendwas auf Tasche, was jetzt weg kann. Ich habe Größe 19 von 125. Also hier soll noch mehr reingehen, okay? Gut, dann wollen wir schnell speichern und dann. Alter, je. 17 Gramm geordert. Hauptsache, ich mache da auch einen Gewinn mit, ne? Wehe, wenn nicht.
So, ein paar stehen bestimmt gleich wieder um die Ecke hier. Oder? Nee, oh, diesmal nicht. Okay, da drüben ist mein Dealer, aber ich muss trotzdem darüber. Auf die andere Seite. Oh, hier kann ich auch noch was drehen, wenn ich gerade hier bin. Mach ich mal schnell. Oh, Twitch kackt gerade ein bisschen rum, sehe ich. Sorry. Fensteranhänger eines Marktarbeiters. Okay, wo ist das Paket? Da drüben. Okay, da kommen wir noch hin. Ich sehe gerade, Twitch backt ein bisschen rum. Das tut mir leid, das liegt nicht an mir. Das liegt einfach schlicht und ergreifend an Twitch, weil, ja. Twitch halt, ne? So, da sind Bullen. So, hier ist jemand. Ich stelle mich mal hier hin, dann sehen die mich nicht gleich. So, Ford braucht 3 Gramm Amphi. Ich habe zufällig 3 Gramm Superamph. So, der nächste steht genau auf der anderen Seite. Die laufen hier aber nicht lang, ne? Nö. Ich habe bald das Gefühl, ich muss mir Notizen machen. 3 Gramm Marihuana. Tschüssikowski. Dann da drüben ist Henry. Hier gleich die Straße einmal hoch. Ich bin immer noch völlig unsuspicious, ne? Ja. Wo ist denn Henry? War er nicht hier? Da drüben. Servus. Irgendwo hier um die Ecke steht er. Das ist Henry. Ja, ja, hier. Easy. Was braucht er? 2 Gramm Mario. Zack. Bitteschön. Hier ist fette Techno-Party. Dann da drüben. Hier ist irgendwo jemand. Bin ich so weit? Nö, direkt vor mir, neben dem Laden. Oder in dem Laden. Andere Seite vom Laden. Entschuldigung. Ich laufe extra nicht, ne? Ich weiß, wir könnten das alles ein bisschen schneller machen, aber ich laufe extra nicht so schnell. Huch. 2 Gramm. Bitteschön. Irgendwo hier soll auch unser Paket sein. Ne, da vorne irgendwo. Okay. Irgendwo hier. Hier ist noch eine Sprühdose. Die nehme ich noch mit. Da ist auch das Symbol. Alter Marktplatz. Oh. Habe ich den schon freigeschaltet? Fenster suchen. Ach guck mal, der verpackt das auf. Genauso schlimm wie ich, ey. So, und jetzt können wir geradeaus rüber zu unserer Dealerin den Scheiß schon mal abgeben. Hauptsache die alle werden nicht erwischt. Hier ist fettes Uts, 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 Uts. Guck mal, hier kann ich nicht sprühen. Wo ist die denn? Die steht hier vorne mitten an der Straße. Klar, bist du bekloppt, Alte? Ich überreiche hier gerade 17 Gramm, Junge. Ach, Mann. Dass man da mal ganz rein muss, ne? Bitteschön. So, sie dealt jetzt und ich muss nur noch gerade rüber Richtung Eduardo. Die alte Kackbratze. Und wenn das durch ist, muss ich mir wieder neues Zeug bestellen anscheinend. Und sie bezahlt halt auch, glaube ich, erst, wenn sie es vertickt hat, ne? Kann sie auch. Wie soll sie sonst machen, ne? Kann ja jetzt nicht in Vorkasse gehen. Könnte etwas schwierig werden. Oh, ich habe hier ein Ausrufezeichen. Wieso habe ich hier ein Ausrufezeichen? Nein! Hat es zu lange gedauert? Fug! Anscheinend hat es zu lange gedauert. Schade. Okay, ich darf mich nicht übernehmen, wa? 2 Gramm Superamph.
Mist, das hat offensichtlich zu lange gedauert.